Archäologen zu Archäologen geworden. Die lebenden Objekte ihrer Begierde verschwinden vor ihren Augen. Während Joe und Reinhard die Kolonie in Kenia erkunden, bekommt eine andere Termitenkolonie viel weniger Aufmerksamkeit. Nur sensible Kinderohren haben etwas bemerkt. Was ist das für ein Kratzen? Die nächtlichen Geräusche beschäftigen Danny noch am nächsten Morgen. Doch so sehr er darauf beharrt, dass im Haus irgendetwas nicht stimmt, es glaubt ihm niemand. Er wird als Träumer belächelt. Danny hat nicht geträumt. Dennoch ist es ein Albtraum. Eigentlich ist Roses Perfektionismus ein Segen. Jemanden zu finden, der so sorgfältig arbeitet, ist nicht selbstverständlich. Doch hier vernichtet Rose Beweismittel. Trockenholztermiten kennen nur ein Sprichwort. Mein Heim ist meine Mahlzeit. Hier gibt es keine Ausflüge zu fernen Nahrungsquellen. Niemand ist feindlichen Augen ausgeliefert. Heimarbeit ist wirklich effizient. Termiten können unerbittlich sein. So gnadenlos, dass sie Jahr für Jahr mehr Schaden anrichten als alle Hurricanes, Flut- und Feuerkatastrophen zusammen. Hier ist die nächste Generation dabei, weiterzuziehen und sich zu vermehren. Die Kaste der Geschlechtstiere bekommt schon Flügel. In wenigen Tagen werden Tausende von ihnen ans Licht kommen, sich paaren, wegfliegen, neue Kolonien gründen. In den tropischen Zonen ist die Biomasse der Termiten, sprich ihr Gesamtgewicht, enorm. Dennoch bleiben diese kleinen Tiere den Menschen in den braunen Tönen des Regenwalds meist verborgen. Diese Termitenart hat eine kluge Lösung gefunden, um den unebenen Urwaldboden zu den Futterstellen auszugleichen. Sind etwa zwischen Zweigen und Blättern Spalten oder Höhenunterschiede zu bewältigen, bauen sie sich einfach eigene Straßen, Brücken oder Tunnel. Dafür verwenden sie den Sand und die Erde des Waldbodens. So sieht Termitenbeton aus. Auf diese Art und Weise bauen sie bequeme Straßen zu ihren Futterplätzen, sparen so Zeit und Energie. Eine Autobahn zur Rush Hour. Sie führt die Termiten sicher durch schwieriges und gefährliches Gelände.
Pheromonspuren regeln hier den Verkehr mindestens so effizient wie Verkehrsschilder und Ampeln. Und so mancher Tunnel hat sogar getrennte Richtungsfahrbahnen. Diese asiatischen Termiten haben eine Soldatenkaste, die permanent die Transportroute bewacht. Den Kopf ins Gelände gerichtet, ausgestattet mit feinem Geruchssinn, ihre Köpfe chemische Waffen. Ihre Antennen scannen den Raum. Der Regenwald steckt voller Gefahren. Je näher man zum Baumnest kommt, desto breiter sind die Straßen und Tunnel. Nichts hält ihr Vorwärtsstreben auf. Diese Arbeiter zerlegen trockene Blätter. Der Abfall verrottet. Das ist wichtiger Nährboden für neue Pflanzen. Termiten produzieren enorme Mengen an wertvollem Kompost. In den feuchten Regenwäldern wie in den trockenen Savannengebieten. Die trockenen Pflanzenreste zu zerstückeln ist harte Arbeit. Diese Termitenart ist auf Blätter spezialisiert. 2 Stunden dauert es, bis ein Blatt dieser Größe verschwunden ist. Selbst bei unserem geringen Wissen über Termiten deutet alles darauf hin, dass sie eine ganz wichtige Rolle für die Ökosysteme unseres Planeten spielen. So drängen Wissenschaftler sich weltweit auf den Schutz der Termiten zu konzentrieren und nicht auf ihre Vernichtung. In 150 Millionen Jahren haben die vielen Termitenarten unterschiedlichste Fertigkeiten entwickelt, jede Art von Vegetation zu verwerten. Der Hauptgrund für ihren Erfolg. Dazu kommt ein perfektes Sozialsystem. Damit können sie problemlos ihre Umgebung beherrschen. Doch hier im Dschungel von Borneo lauert ein Räuber. Versteckt in den trockenen Blättern sieht er aus wie eine Schlange, ein Reptil. Wenn er sich streckt, könnte man ihn für ein Gürteltier halten. Doch das Einzige, was er mit einem Gürteltier gemeinsam hat, ist, dass er wie auch das Gürteltier kein Reptil ist, sondern ein Säugetier. Es ist ein Pangolin. Mit den langen Krallen bricht er Termitennester auf und mit seiner klebrigen Zunge schlägt er die Beute auf. Doch die Termiten haben Glück. Heute steht eine Ameisenkolonie im Speiseplan des Pangolins. Diese Soldaten halten Ausschau nach einem anderen Feind. Sie können ihn nicht sehen, aber möglicherweise bald riechen. Ein Trupp
Weberameisen hat sich an die Termiten herangeschlichen. Die Späher haben einen perfekten Hinterhalt vorbereitet. Nun rückt der Ameisenstoßtrupp gegen den Termitenhighway vor. Erst wird das Terrain geprüft. Die Arbeitstermiten scheinen zu beschäftigt, um die Gefahr zu erkennen. Die Soldaten wittern den Feind, doch sie dürfen ihre Verteidigungslinien nicht verlassen. Die Ameisen haben Zeit und suchen eine Lücke in der Verteidigungslinie der Termiten. Schließlich entscheiden sie sich doch für einen Frontalangriff. Doch die Termiten sind nicht ohne Gegenwehr. Dieser kleine Scharfschütze hat gut gezielt. Vergeblich versucht sie, die ätzende Essenz abzustreifen. Nun folgt der Gegenangriff und die Termitensoldaten attackieren die Ameisen. Nur wenige Ameisen schaffen es, den Rückzug auch mit Beutestücken zwischen den Kiefern anzutreten. Dank ihrer chemischen Waffen haben sich die kleinen Verteidiger gut gehalten. Ganz woanders auf der Erde, mitten in der Savanne, ist eine andere Ameisenarmee auf dem Vormarsch. Diesmal ist es wirklich ernst, nicht bloß ein Geplänkel. Der Vorstoß ist schnell und zielgerichtet, angeführt von nur einer Späherin. In drei Linien strömen sie aus. Jede an die 2 Meter lang. Diese Ameisen sind wie Bluthunde. Ihre Witterung ist untrüglich. Und sie haben nur eine Bestimmung: die Jagd auf Termiten. Hier gibt es